Herzlich willkommen bei der Elder Scrolls Online. Heute ist Sonntag, 23.11. 20:16 Uhr. Wird Zeit, dass wir mal wieder mit der Hauptquest-Reihe von Schnitt am Abend weitermachen. Das tun wir jetzt. Das ist nämlich Gen Knurka. Wir sind hier also jetzt in Knurka. Hier. Wir sind hier in Knurka. Die letzte Quest mal hier gemacht in Arentia, die Stadt haben wir befreit und jetzt schauen wir mal, was es hier in Knurka zu tun gibt. Zuletzt habe ich ja mal Nebenquests gezeigt. Die eine, die war ja wirklich recht witzig mit dem Skelett und das Skelett, das dann im Ernst einen Brief schreiben wollte an die Würmchen, also an den die Wurmkultisten. Ja, das, also die war schon sehr originell, die Quest, und reden wir mal mit ihr hier. Willkommen im Tempel von Knurka, Mondgeweihte. Ich komme gerade aus Arentia, ja, die Stadt ist frei, aber die Mähne... Dieser weiß es schon, Geweihte. Die frühere Mähne, Akusri, ist hier. Vorbereitungen werden bereits getroffen. Euer Pfad zum Tanz der zwei Monde beginnt hier und jetzt. Jo, schließen wir mal die Quest ab. Die Champions sind hier. Sie haben eure Ankunft mit viel Enthusiasmus erwartet. Seid ihr bereit, euch ihnen drinnen anzuschließen? Das bin ich. Hervorragend. Die Königin, der Silvenar und selbst das gefallene Licht Akusri sind dort drin. Die Vorgesetzte von diesem, Kausanabi Jo, erwartet euch auf dem Podest. Folgt Hadamdo, Mondgeweihte. Geht voraus. Helft dem Mondchampion, die spirituelle Reise zu beginnen. Ja, gehst du jetzt voraus? Ich finde den Weg auch ohne dich. Ja. Obwohl, ne, hat sich erledigt. Bestimmt fängt es erstmal mit viel Blabla an. Wenn man nur mal einschätzen könnte, wie lange die Ladebildschirme dauern. Das hätte sich jetzt gelohnt, das Wort zu lesen, das hätte ich geschafft. Aber meistens sind sie kürzer. Déjà-vu. Wenn ihr euch mit dem Bären anlegt... Ich kenne diesen Geruch. Das Grün bewahre euch, meine Freundin. Der Silvener und ich sind froh, dass wir hier sein konnten, um das kajitische Volk zu unterstützen. Bereitet der Sturz der Mähne den Waldelfen denn keine Sorgen? Oh doch, mein Volk ist stark gespalten. Ich glaube, dies ist einer der verwundbarsten Momente, den unser zartes Dominion bislang erlebt hat. König Kamoran selbst spürte, dass er in Walenwald bleiben musste. Ganz nah bei seinem Volk, damit es sich nicht zu sehr zu sorgen beginnt. Was meint ihr? Ich habe mit den Champions gesprochen und sie ein bisschen beschnuppert. Sie scheinen von starkem, schönen Wuchs zu sein, ganz wie mein Silvener. Ich fürchte aber, dass sie noch nicht die Erfahrung und das Alter haben, die eine Mähne eigentlich braucht. Doch ich bin bereit abzuwarten und mich überraschen zu lassen. Lebt wohl. Ich habe das mit Kalrisse schon mal gemacht, fällt mir gerade ein. Meine Freundin, freut mich, euch wiederzusehen. Ich bin so aufgeregt, da ich Okelmo überzeugen konnte, hier rauszukommen. Wir müssen Akusri und die Champions unterstützen. Das ist ein anfälliger Moment für unser zerbrechliches neues Dominion. Dann zeigen sich die Hochelfen also besorgt wegen des Sturzes von Akusri? Vorsichtig wäre vielleicht ein besseres Wort. Seit der Gründung des Dominions gab es eine Menge politischer Unruhen. Die alte Garde in Auridon, der Widerstand gegen die Regentschaft von König Kamoran. Und nun wird auch noch der spirituelle Anführer der Khajiit von einem dunklen Geist verdorben. Was meint ihr? Ich kenne den Redner und die Mähne seit Jahren und habe vollstes Vertrauen in sie. Ich habe hier im Tempel mit Charza und Kali gesprochen und bin sehr beeindruckt. Die Sommersendinseln werden Elsweyr unterstützen. Komme, was wolle. Okay. Jo. Dann, was hast denn du zu sagen, Mähne Akusri?
Dieser hier ist höchst geehrt, vor der Mondgeweihten zu stehen. Ihr habt so viel für das Volk von Akusri getan. Seiner Ansicht nach mehr, als er selbst seit einer Weile dafür getan hat. Wie geht es euch, Mähne? Ihr spricht Lügen. Wie dieser schon in Arentia sagte, ist Akusri nicht länger die Mähne. Die Berührung durch die Dunkelheit, die Befleckung durch die Kreatur Javatarns bleibt an ihm haften. Er kann nie wieder gut machen, was er getan hat. Dann ist es gut, dass ihr hier seid, um die Champions zu unterstützen. Dieser kennt Shazar und Kali, seit sie als Junge in den Tempel kamen. Sie sind jetzt starke, stolze Frauen. Unser Volk wird in guten Händen sein. Ganz gleich, wer von ihnen auf dem Pfad der zwei Monde wandelt. Und tschüss. Mit dir reden wir zuletzt. So, Fürst gerade schrie. Geweihte, seltsam euch mit diesem Titel anzusprechen, nach allem, was ihr schon für das Dominion getan habt. Aber das wurde wohl vom Mondlicht bestimmt, nicht wahr? Was für eine Reise. Was halten die gewöhnlichen Khajiit von all dem? Die Kunde von Akusris Sturz hat sich in Windeseile verbreitet. Ganz Elsweyr spricht über diese beiden jungen Frauen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist es das erste Mal, dass es gleich zwei Anwärter auf das Amt der Mähne gibt. Das erzeugt eine Menge Gerede. Macht ihr euch Sorgen, wie eure Leute darauf reagieren werden? Ich habe die Eldenübereinkunft unterzeichnet, Reisende. Die Leute vertrauen mir und meinem Urteil. Sie wissen, dass ich der nächste Mähne als guter Sprecher dienen werde. Mit meiner Hilfe werden die Leute sie lieben lernen. Und tschüss. So, nun mit dir. Tausanami, yo. Alle haben sich für die Zeremonie versammelt. Mit eurer Ankunft können wir beginnen. Was muss ich tun? Die Zeremonie beginnt mit dem Verzehr des Mondzucker-Elixiers. Dieses einzigartige Gebräu macht den Verstand empfänglicher für die Berührung von Ione und Jode. Und dann was? Wir haben den Tempel für diese besondere Prüfung vorbereitet. Noch nie in der bisherigen Geschichte gab es zwei Anwärter auf den Posten der Mähne. Ihr werdet mit jedem der beiden Champions eine Reise unternehmen müssen, um ihre Ratgeber zu treffen und ihre Vergangenheit zu erforschen. Ihre Ratgeber? Was soll das heißen? Jeder Anwärter, der dieses Ritual vollzieht, trifft auf eine Figur aus seiner Vergangenheit. Der Pfad der Prüfung ist dazu bestimmt, den Anwärter von Zweifel und Reue zu läutern. Der Ratgeber hilft bei diesem Vorgang. Und das Elixier? Das Mondzuckerelixier ist der Schlüssel zu dem Ritual. Es erlaubt euch, die Tore eures Verstands weit aufzustoßen und im Licht der Monde zu baden. Die Berührung von Ione und Jode wird eure Sinne durchdringen. Was ist denn der Zweck dieses Rituals? Jede Mähne wandelt auf drei Pfaden. Auf dem Pfad des Lebens reift man, liebt man und lernt man. Mit der Zeremonie hier und heute beginnt der Pfad der Prüfung. Nach der Reinigung im Tempel steht sich jeder Anwärter einer Prüfung, die einzigartig ist und auf seinem Pfad des Lebens beruht. Das sind nur zwei Pfade. Was ist der letzte Pfad? Um sich als würdig zu erweisen, muss ein Anwärter den Pfad der Prüfung bis zu seinem Ende beschreiten. Hier in der Mark ist das der Tempel in Düne. Dort werden Shaza oder Kali auf dem letzten Pfad wandeln. Dem Pfad der zwei Monde. Lasst uns später mehr von diesem Tag sprechen, Geweihte. Es gab auf das Amt der Mähne noch nie zwei Anwärter gleichzeitig? Noch nie. Die Champions wurden unter einer besonderen Konstellation der Sterne und der Monde geboren. Wie alle Anwärter. Doch noch nie in unserer Geschichte wurden genau zur richtigen Zeit Zwillinge geboren. Irgendwann gilt es daher, eine Entscheidung zu fällen. Eine Entscheidung? Eine Entscheidung worüber? Es kann nicht zwei Mähnen geben. Irgendwann muss eine Wahl zwischen Kali und Shaza getroffen werden. Und als Mondgeweihte werdet ihr diese Entscheidung fällen. Verstehe ich jetzt nicht, warum soll es denn keine zwei Mähnen geben, aber egal. Ich danke euch, Priesterin, ich bin bereit. Hervorragend.
Lasst uns anfangen. Wir haben uns hier versammelt, um die Champions auf ihren nächsten Pfad zu geleiten. Diese drei Becher enthalten Mondzucker-Elixier, einen heiligen Trank. Dadurch wird das Licht der Monde in eure Seelen dringen. Champions, tretet vor und trinkt das Elixier. Jo. Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Der dritte Becher ist für die Mondgeweihte, die die Champions auf ihrem Pfad begleiten wird. Geweihte, tretet vor und trinkt das Elixier. Mondzucker soll ich trinken? Ja, na, hoffentlich bekommt man das. Oh, oh, ich hab's gewusst. Das war bestimmt nicht förderlich. Mir ist ganz anders. Ich sehe plötzlich weiße Mäuse. Gut. Chansa? Wisst ihr, das Elixier war eigentlich ziemlich lecker. Das haben Sie nie in einem der Texte erwähnt. Geht es euch gut? Gute Frage. Sicher. Natürlich. Sollen die Wände so wackeln? Sei's drum. Seid ihr bereit? Ich bin an eurer Seite, Chansa. Das ist genau die Art von Zuversicht, die wir brauchen. Packen wir es an. Ja, ja. Pass auf, wo du hinlatscht, ne? Nicht, dass du gegen eine wackelnde Wand rennst. Und übrigens, was da wackelt, sind nicht die Wände. Das bist du. Du schwankst von A nach B. So, wir schauen uns das mal auf der Karte an. Wir haben hier links und rechts. Das ist ziemlich symmetrisch. Links und rechts haben wir jeweils so, ja, so ein Höhlensystem. Für jeden Anwärter diese eine. Diese Hütte, dieser Ort, sollen das Opfer der Kahaten-Grippe sein? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Bevor mir das Thema zerrieben. Ich muss ein Kerlchen daher. Na komm, gut. So muss man mit denen umgehen. Dann, da ist noch jemand. Wir locken wieder eine Falle. Dafür sind sie eigentlich nicht schlecht, zumal sie kurz festhalten. Gut, hat sich erübrigt. Gibt's hier irgendwas von Interesse? Dann bewegen wir uns weiter nach Süden. Was ist denn der? Ich traue euch nicht, Bruder. Nein, falsche Taste. Schön. Hat gut funktioniert. Also ich denke, so sind diese dätischen Minen richtig eingesetzt. Und gleich ist er auf Stufe 4. Moment, vielleicht kriege ich raus 3 Minen, 30 Sekunden, 260 Magieschaden, 1,5 Sekunden lang Bewegungsumfeld. Mal gucken, was der levelt. Hier soll ich wohl meinen Führer treffen. Was? Du warst doch gerade noch hinter mir. Stehen Sie dich auf. Meine Tochter, ich bin froh, dich wiederzusehen. Vater? Papi. Du kennst dich inzwischen so gut in der Magie aus, meine Tochter. Deine Weisheit übertrifft die meine bei weitem. Vater, du bist mein Führer. Warum bist du hier? Was soll ich durch diese Reinigung lernen? Meine lernbegierige Shaza, Kätzchen, du und deine Schwester, ihr habt eine Verbindung, die über Wissen hinausgeht. Jetzt musst du dich meiner Vergangenheit stellen. Bete an den Mond schreien. Lerne von Kali, dass du dich dem stellen musst, was euch in Mondhöhe erwartet. Werde, wozu du bestimmt bist. Ich danke dir für deine Weisheit, Vater. Lebe wohl. Was? Wie? Wieso, nimmst du den Schrein des Vollpfostens, des Vollmonds?
Diese Krankheit. Wir sind schon seit Wochen hier und wissen nichts über sie. Wenn wir nicht wissen, wie sie sich ausbreitet, wie sollen wir sie dann behandeln? Wir haben schon Nien und Lanelor verloren. Wenn wir Orgru jetzt nicht verlassen, wird die ganze Gruppe auseinanderbrechen. Wieso zaubert das immer meinen Plentvier weg? Das ist ein bisschen lästig. Die Grippe hat eine verheerende Wirkung auf die Stadt und die Kolovianer werden bald hier sein. Ihr müsst eure Tochter fortbringen. Alter Freund, es ist zu spät für mich. Shazar ist nun in euren Händen. Bringt sie sicher nach Hause. Ich werde tun, was ich kann, bevor es zu Ende geht. Wir sehen hier also gerade ein bisschen was aus Shazars Vergangenheit. Offenbar gab es da eine Seuche und ihr Vater hat dafür gesorgt, dass sie in Sicherheit gebracht wurde. Shazar, bitte versuche tapfer zu sein. Ich bedauere, dass ich nicht für dich und deine Schwester da sein kann. Und ich bete, dass die Grippe niemals Düne erreicht. Kümmert euch um die Familie und vergesst eines niemals. Euer Vater liebt euch. Da hat er offenbar... Er liebt euch. Einen Brief an sie geschrieben, irgendwie? Mein Vater! Diese hätte wissen sollen, dass es eines unserer älteren Teile sein würde. Genau wie Mene Sebide Joe vor 400 Jahren. Was ist eurem Vater zugestoßen? Vater wurde vor 17 Jahren losgeschickt, um den Ausbruch der Knahatin-Grippe in Orgru einzudämmen. Die Krankheit stellte sich als ungemein verheerend heraus und er und seine Mannschaft starben. Ich war als Junges mit dabei. Wie geht's euch? Ich komme schon zurecht. Kali und ich wussten schon als Junge, dass wir uns hier etwas finsterem Würden stellen müssen. Ich frage mich nur, ich möchte wissen, was er vorhin meinte. Lasst uns gehen und es herausfinden. Jo, seid ihr bereit, weiterzugehen? Ich bin bereit. Ich sollte euch jedoch warnen. Im nächsten Raum werden wir wahrscheinlich auf weitere dieser Monster stoßen, die wie Grippeopfer aussehen. Als Junges hatte ich schreckliche Angst vor ihnen. Macht euch bereit und vielen Dank. Ja, dann geh mal voran. Ich will dir den Nachmut und sowieso, ne? Ja, diese Grippe opfert die Schar eigentlich aus wie Zombies. Das muss eine tolle Grippe sein. Die Heiler meines Vaters? Was? Dunkle Monde! Ja, nicht so schüchtern, komm rein, Mädel. Moment. Plan 4. Dann Heilung zaubern und dann diese. Jo, so macht es Spaß, ne? Carissa habe ich ja jetzt auch einen Heilungsstab gemacht. Weil. Ja, ein bisschen Notheilung oder so möchte ich auf jeden Fall beibringen. Weil der Heilzauber, den sie normalerweise hat, der ist manchmal, der hat sich manchmal als zu wenig erwiesen. Jetzt ist mein Kleinvieh schon wieder weg, das ist doch... Diese Männer und Frauen haben mit meinem Vater gearbeitet. Nien hat für uns gekocht. Sie hat sogar Gemüse gedämpft, wenn wir nett gefragt haben. Es tut mir leid, Shazam. Ich brauche euer Mitgefühl nicht, Geweihte. Das ist es, was mein Vater meinte. Das ist das, wovon er sprach, als er von Entschlossenheit redete. Ich muss forsch voranschreiten und nicht mehr zurückblicken. Wie eure Schwester? Ja, wie Kali. Ich habe zu viel Zeit mit meinem Studium verbracht. Zu viel Zeit mit staubigen Schriften und alten Worten. Aber hier geht es um Taten. Taten sind es, die von einer wahren Anführerin verlangt werden. Lasst uns gehen, Geweihte. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen was über sie erfahren. Sie ist offenbar für den Job eigentlich zu zögerlich. Dann schauen wir mal, was mit Kali ist. Mit ihr müssen wir jetzt durch den anderen Gang durch.
und schauen wir uns an. Schatz, sieht nicht wie ihr gewöhnliches, fröhliches Selbst aus. Geht es ihr gut? Sie wird wahrscheinlich selbst mit euch darüber reden wollen. Natürlich, natürlich. Sie wusste wahrscheinlich ganz genau, was einen dort erwartet. Jemand wie sie würde sich nie von einer Mondzuckervision schrecken lassen. Seid ihr bereit zu gehen? Ich bin bereit. Schatza hat ihre Sache gut gemacht, da bin ich mir sicher. Es wird Zeit, dass ich die Gelegenheit bekomme, meinen Wert zu beweisen. Geht voran, Fanny. Kolovianer? Hier? Diese Bastarde haben meine Mutter umgebracht. Die schalten wir aus. Oha, die ist offenbar das genaue Gegenteil von ihrer Schwester. Die ist auf jeden Fall ziemlich, also übertrieben entschlussfreudig irgendwie, ne? Sofort dabei, die auszuschalten, ohne irgendwie Ursachenforschung Interesse zu haben und so. Ausschwärmen! Und dann hauen wir dir mal die raus da. Die gegnerischen dingerliche Rixe um die Ohren. Das sollte eigentlich reichen. Nö, reicht nicht. Aber jetzt komm, das gibt's ja nicht. Ich krieg gerade spontan Appetit auf den gebackenen Kamm. Wer fragt mich nicht warum? Und ich weiß, dass das gerade eigentlich nichts zur Sache tut. Aber es ist so. Mal gucken, ob ich die in den Durchschlupf da locken kann. Hallo? Ich möchte gerne. Ja, genau. Kommt nur her. Kommt mir her. Ich habe eine schöne Falle für euch vorbereitet. Gute Falle. Jo, und die Nasen, die kommen rein, klar. Heilung, bitte. Jetzt muss ich noch lange genug überleben, bis die Heilung funktioniert hat. Hallo? Das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Hallo? Oh mein Gott, Clanny, komm bei Fuß. Das will mir gerade überhaupt nicht gefallen. Das war falsch. Das war sowas von falsch. Ich glaube, ich gehe mal da in die Gänge rein. Vielleicht kann ich mir da einen taktischen Vorteil erdingsen. Das wäre ja schon mal hilfreich, wenn ich ein paar von denen... Kleine hier. Und vor. Heilung. Diese Bastarde haben meine Mutter umgebracht. Die schalten wir aus. Wird aber auch Zeit, dass du auch mal auftauchst. Lässt mich da alles alleine machen, also sowas. Also ich glaube, wir sind uns einig, das hätte eben schief gehen können. Und Clanny auch da hinten ist gefallen. Einmal. Zweimal. Kolovianer, hier? Diese Bastarde haben meine Mutter umgebracht. Die schalten wir aus. Die hat Haare auf den Zähnen. Also die ist, sagen wir mal, extrem entschlussfreudig. Um es mal positiv auszudrücken. Eine Eigenschaft, die einerseits in ihrem Job drin wir ihr verpassen sollen, braucht. Andererseits kann das auch Katastrophen auslösen, wenn man zu entschlussfreudig ist, ne? Und ohne lang zu überlegen, kolovianische Bastarde, wo steckt ihr? Eigentlich bräuchte man... Ich weiß, da sind noch mehr von euch. Ich kann euch riechen. Komme ich jetzt vielleicht mal wieder zu Kommt Wort? Heraus, stellt euch! Nein, komm Was ich nicht. Ist hier los? Darf ich jetzt du auch mal hast dein Schwert, wenn du Angst bekommst, Kali. Das hast du schon als kleines Mädchen getan.
Mutter, bist du das? Bereits als Kätzchen warst du voller Wut. Nach meinem Tod wurdest du noch wütender. Jetzt lachst und fluchst du abwechselnd. Mutter, wir haben dich vor so langer Zeit verloren und du hast uns so gefehlt. Warum bist du hier? Ich weiß, Kali, aber du und Schatza, ihr hattet einander. Eine Verbindung, die stärker war als dein Zorn. Stell dich jetzt deiner Vergangenheit. Stell dich meinem Zorn. Bete an den Mondschreinen. Wisse, was zuvor geschah. Dass du dich dem stellen musst, was vor dir liegt in Mondhöhe. Denk an deine Leidenschaft, Kali. Beschütze deine Schwester und dein Volk. Werde, wozu du bestimmt bist. Warte, geh nicht. Jetzt ist Kleine schon wieder weg. Ja gut, ich glaube, das ist irgendwie geskriptet. Hauptmann, ihr müsst euch zurückziehen. Es sind zu viele. Schafft meine Tochter hier raus, Feldwebel. Ich werde sie aufhalten. Benutzt den Schrein des Zunehmenden Mond. Die Reihenfolge müsste eigentlich egal sein. Sterbt, kolovianische Hunde! Ist das alles, ihr Bastarde? Kommt nur her! Okay, auch der Blick in ihre Vergangenheit ist lehrreich. Sie schickten eine Hauskatze in den Kampf. Eine Verzweiflungstat. Kali. Schatza. Seid vorsichtig. Was? Das habe ich nicht wirklich kapiert. Wer war denn da jetzt da am Boden? Reden wir mal mit Kali. Meine Mutter. Ich kann es nicht glauben. Warum? Ach, das war ihre Mutter, die da gestorben ist in der Vision. Alles klar. Was ist geschehen? Mutter war eine große Kriegerin, eine Kommandantin. Sie führte einen Trupp bei einem Feldzug an, um Orkru und Stromfeste von den verdammten Kolovianern zurückzuerobern. Das war vor fast 20 Jahren. Wie geht's euch? Warum fragt ihr das überhaupt? Es geht mir gut. Ich wusste schon als Junges, dass ich mich hier etwas Finsterem würde stellen müssen. Daran haben die Mönche keinen Zweifel gelassen. Hier, wo immer wir als nächstes hin müssen. Der Pfad der zwei Monde. Das ist keine einfache Reise. Was meint ihr mit wo immer wir auch als nächstes hin müssen? Die Mönche lehrten uns, dass wir uns nach dem Ende dieser mondverdammten Reinigung einer Art Herausforderung zu stellen haben, bevor wir auf dem letzten Pfad wandeln können. Wir sollten Hinweise darauf sehen, wohin wir gehen müssen, bevor das hier alles vorbei ist. Okay, warum führt gerade eure Mutter diesen Trupp an? Mutter genoss großes Ansehen bei unserem Militär. Sie schulte die Jungen schon früh im Einsatz von Kralle und Klinge. Schatza saß danach immer da und las, und wir wechselten uns damit ab, Sprünge und Überschläge zu üben. Sie war so eine gute Lehrerin. Okay. Okru und Strumpfeste? Städte in Elsweir, im Osten von Düne. Als Schatza und ich noch jung waren, haben die Kolovianer fast den gesamten Nordteil der Provinz annektiert. Sie dachten, unser Volk wäre aufgrund der Knahaten-Grippe zu geschwächt, um ihnen Widerstand zu leisten. Knahaten-Grippe, das haben wir vorhin eine gesehen. Eine schreckliche Krankheit. Ihretwegen sind viele Leute vom Angesicht Tamriels verschwunden. So haben wir auch unseren Vater verloren. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Kali ist bereit. Braucht ihr noch etwas Zeit zum Ausruhen? Nee. Wenn ich eine Sache über solche Geistreisen weiß, dann, dass wir uns als letzte Prüfung höchstwahrscheinlich diesem General gegenübersehen werden. Und ich freue mich schon darauf, ihm meine Klinge in die Seite zu rammen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Dann geht mal vor. So, besiegt General Quintilius. Okay. Kleine, deine Dienste sind gefragt. Und ich schau mal, ob ich den da... genau, so wird die Tür vorgestellt. Jetzt,
Metallexplosion. Und jetzt kann er nämlich in zwei reinlaufen. Oh, gut, gut. Edge. Ihr seid schwach, genau wie eure Mutter. Der war mit Kalrissa ziemlich. Eure Schläge lassen Stärke vermissen. Den habe ich erst geschafft, nachdem ich die Waffen umgestellt habe. Ihr Bastarde. Aber ich denke, dass Velaya da bestens für gerüstet ist. Genau, das war hier überhaupt nicht problematisch. Das war, wie gesagt, mit Kalrissa ja schon etwas komplizierter. Meine Klinge hat das Blut des Mörders meiner Mutter gekostet. Ich sollte glücklich sein. Redlich, aber ich fühle nichts. Was meint ihr? Die Mönche lehrten uns, dass die Reinigung alte Wunden aufreißen würde. Und ich erwartete eigentlich ein Gefühl des Sieges, des Triumphs zu spüren. Wie nach einem Tag auf dem Schlachtfeld. Aber hier, er war nur eine weitere Gefahr, die ausgeschaltet werden musste. Ich glaube, ich verstehe, was meine Mutter mir sagen wollte. Und was wollte sie euch sagen? Ich sollte mich nicht fragen, gegen wen ich kämpfen muss. Die Frage, die ich mir stellen muss, sollte lauten, warum kämpfe ich? Ich kämpfe, um die zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Und die, die ich vielleicht eines Tages anführen werde. Vielen Dank, Geweihte. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Gern geschehen, Kali. Verschwinden wir von hier. Also ich habe das letzte Mal jetzt nicht Kali ausgewählt, sondern ihre Schwester, weil die mir umsichtiger erschien. Allerdings ist er manchmal ein wenig zu vorsichtig. Das heißt, man könnte durchaus auch argumentieren, dass zu viel Vorsicht hinderlich ist. Und deswegen werde ich diesmal eine andere Entscheidung treffen. Alleine um zu sehen in den weiteren Quests, ob sich das irgendwie auswirkt. Schade, ich habe gedacht, ich hätte mit Glück und ein lila Rezept oder sowas. Ihr habt es geschafft, Geweihte. Die Champions haben ihren neuen Pfad betreten. Es bleibt nur noch das Ritual abzuschließen. Und eben drum fange ich keine neue Folge an, weil das ja gleich rum ist. Was wird jetzt geschehen? Der letzte Schritt. Die Reinigung selbst. Bitte trete zurück, Mondgeweihte. Eure Reise als Champion ist zu Ende. Die abschließende Reinigung beginnt. Entspannt euren Körper. Beruhigt euren Geist. Lasst das Licht von Yone und Yode eure Zweifel und eure Reue davonspülen. Die Reinigung ist vollzogen. Schaza und Kali haben den Pfad der Mondchampions hinter sich gelassen. Die Reinigung ist vollzogen. Mondgeweihte, tretet vor und sprecht mit mir. Hab Dank, Geweihte. Ihr habt eure Rolle wunderbar erfüllt, so wie hunderte Mondgeweihte vor euch. Euch gebührt der Dank aller, die die hellen Monde anbeten. Immer gerne. Mögen Yone und Yode über eure Schritte wachen und euch auch in den kommenden Prüfungen behüten. Jo, Quest abschließen. Ihr und die Champions, verzeiht, die Anwärterinnen. Ihr müsst euch auf eure nächste Herausforderung vorbereiten. Die Monde sagen mir, dass euch euer nächstes Ziel enthüllt wurde. Ist das so? Ja. Die Monde sagen mir, dass die Geister der Vergangenheit von einem Tempel sprachen. Dem heiligen Tempel von Mondhöhe. Einst sangen seine Wände vom Mondlicht und nun sind sie mit der Verdammnis der dunklen Mähne besudelt. Die dunkle Mähne ist dort? Was machen wir jetzt? Wir bringen ihn zur Strecke, Geweihte. Läutet den Tempel und bringt das kühle Licht von Yone und Yode zurück. Und steht den Anwärterinnen stets treu zur Seite. Schaza und Kali zählen auf euch. Wir bringen es schon zu Ende. Mögen helle Monde euren Pfad erleuchten, Geweihte. Ihr solltet wissen, dass es eine zusätzliche Aufgabe für euch gibt. Das könnte eure Chancen in Mondhöhe verbessern. Was ist das für eine Aufgabe? In längst vergangenen Zeiten nutzte der Mondgeweihte oft ein Relikt, das dem kajitischen Volk heilig ist. Heute ist es nur noch ein alter Klumpen Metall, Tant aus grauer Vorzeit. Dennoch könnte es bei den anstehenden Prüfungen von Nutzen sein. Was genau ist dieses Relikt? Man nennt es die goldene Kralle.
Ihre Macht und ihre Herrlichkeit waren so gewaltig, dass ein ganzer klerikaler Orden um sie herum entstand. Seine Mitglieder schwören seit vielen, vielen Jahren Eide, die Kralle sicher zu verwahren. Klerikaler Orden? Der Orden der Kralle. Nur eine der vielen Organisationen im Mondklerus. Kausanabijo gehört zur Samtpfote. Wir sind weitaus weniger kriegerisch als viele der anderen klerikalen Orden. Wir ziehen die stille Versenkung dem Kampf mit ausgefahrenen Krallen vor. Und wo kann ich denn diese Kralle finden? In einem Kloster, das als Dokrin bekannt ist. In der Sprache meines Volkes heißt das Kriegergrinsen. Dokrin liegt im Südosten von Knurka, westlich einer aileidischen Ruine namens Tormar. Die Mähne braucht dieses Ding nicht? Es ist so, wie diese schon sagte. Der Gebrauch dieser Reliquie ist dieser Tage außer Mode gekommen. Aber sie ist dennoch ein Gegenstand von großer Macht. Und dies ist eine recht ungewöhnliche Prüfung für unsere Anwärterinnen. Diese dachte, ihr würdet euch über jeden noch so kleinen Vorteil freuen. Jo, und darum werde ich das demnächst auch tatsächlich durchziehen. Ich weiß nicht, ob man das auch überspringen könnte, aber warum sollte ich auf diesen Vorteil verzichten? Ach, das ist eine Mitspielerin. Gut, ja, für den Moment war's das. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Halt, stopp, wir haben noch einen Lernpunkt. Was mache ich denn mit dem Sinn, sinnvollerweise? Hatte ich da irgendwas vor mit? Ich glaube ja, und zwar bei Heilungsstab wollte ich den einsetzen. Kreislauf des Lebens. Da kann ich nämlich Magicka wiederherstellen. Das ist genau das. Ja, das habe ich gehofft. 30% Magicka. Das klingt toll. Das mache ich auf jeden Fall. Gut. Die 15% waren ja schon gut. An seinem Hochzeitstag an der Seite des Silvenas zu sein, das muss eine echte Ehre für euch gewesen sein. Sind natürlich richtig komfortabel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.